Ja, hallo Helmut. Sag mal, der Trier B seine Sachen verlost hier oder was? Seine, na, hier, das Gewinnspiel. Gewinnspiel beim Trier B. Gewinnspiel Sachen hier, ne? Hier, der Lifecycle-Magazin, hier, der Radmütze, hier, ne? Hier, die Socken. Hier, die Sitzcreme. Hat die Sitzcreme selber gegessen oder was? Hat die auch gegessen oder was? Mensch, ich rufe gleich mal an hier, dass er die Sachen verlost jetzt hier, das Zeug raushaut hier. Also, was soll denn das? Was soll denn das im Trier B hier? Ja. Melde mich später. So, jetzt ist es also soweit. Ich muss jetzt hier endlich mal die Gewinner ziehen. Schon böse Anrufe erhalten. Und Mails, die mich dazu aufgefordert haben, endlich mal dann mein Versprechen einzulösen und das Zeug zu verlosen. Ich war halt eben leider so oft beim Friseur, dass ich es nicht geschafft habe. Ich meine, das ist ja auch. Da muss man auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja? Wenn man so viele Haare wie ich hat. Ja? Da kann man nicht immer Zeug verlosen. Da muss man eben auch zum Friseur. Nichtsdestotrotz habe ich es geschafft. Und diesmal nicht mit der Formel aus dem Tafelwerk zur Ziehung der Gewinner, sondern ich habe einfach meine kleine Glücksfee eingespannt und die Gewinner ziehen lassen, damit das hier auch mit rechten Dingen zugeht und ich hinterher hinschreiben kann, alle Gewinner ohne Gewähr. Erkennen kann. Der Zufallsgenerator ist präpariert und jetzt hole ich die Glücksfee. So, Freunde, die Glücksfee hat gesprochen, gewonnen hat. Okay, Doe. Eigene Handschrift. Schwierig. Michael Obernberger. Yannick. Und Teddy Nash. Die bitte mal bei mir melden unter triabi70.3@gmail.com oder bei Facebook oder bei Instagram oder kommt direkt vorbei
Und jeweils angeben, was ihr haben wollt. Ich will das jetzt nicht vorgeben. Hier nochmal kurz, was es gibt. Also bitte die eben erwähnten Personen bei mir melden. So, das sind also die Gewinner. Vielen Dank fürs Mitmachen an alle anderen. Wenn ich dann bei 1000 Abonnenten bin, das dauert noch genau 509 Abonnenten, dann gibt es die nächste Verlosung vermutlich. Oder vielleicht auch eher. Wer das genau wissen will, der muss abonnieren. In der nächsten Woche beschäftige ich mich nochmals mit meinem Zeitfahrrad. Wir haben so eine kleine Krise, ich und das Rad. Wir müssen da muss... schwierige Geschichte. Erzähle ich euch in der nächsten Woche. Bis dahin, danke fürs Zugucken, danke fürs Mitmachen und tschüss.